worum geht's mir? Es geht mir, wenn drum, Zuneigung auszudrücken zum Hund. Dass das, was wir hier gemeinsam machen, das Tollste ist auf Gottes Erden. Warum gebe ich euch solche Übungen? Da ist kein Alltagsziel dahinter, wie Sitzplatz, Fuß, sonst was man sich gerne erarbeitet. Dementsprechend sollte auch kein Leistungsdruck in irgendeiner Art und Weise dahinter stecken. Kennst du das aus dem Alltag, dass ihr Sachen so löst mit hektisch werden, rumschlabbern? Ja, auf jeden Fall. Das meinte ich vorher mit den Strategien, die ihr an diesen Geräten erleben werdet. Der Hund kennt seine Strategien, wie er dich knackt. Und schaut, deshalb auch gerade an diesen Geräten, ist immer wunderschön zu sehen, man merkt dir dieses Rumgeschlabber, Rumspringen, sich hochfahren, irgendwann gibst du auf. Das weiß der Hund, das zieht er durch, wenn er was nicht will. Und hier gerade dabei könnt ihr euch ganz, ganz viele Sachen für den Alltag erarbeiten. Ich bleibe da dran, ist das relevant, ob der auf diesem Reifen steht oder nicht? Nö. Auch da, nehmt es einfach für den Alltag mit, aus so einem dusseligen Reifen. Teilweise, wie mein Körper im Raum steht, hilft oder hindert meinen Hund in der Bewegung. Auch ganz banal in der Leinenführigkeit sonst was.